Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen auf die UWG. Jeder von euch kennt wahrscheinlich die Lines von Kollega, wo er sagt, ich geh mal eben kurz Platin oder ich geh mal eben kurz Gold. Ja, mein Lieber, die Zeiten sind vorbei. Gold und Platin, das war gestern, meine lieben Freunde. Ich glaube, da gab es ein Album, das hieß, war gestern oder so. Auf jeden Fall haben sich die Plattenverkäufe von dem Album Alpha Gene 2 nicht so wirklich gut verkauft. Auch das letzte Album Monument hat sich auch nicht so gut verkauft, dass es Platin-Status oder Gold-Status erreicht hat, so wie das Album JBG 3 mit Kollega von Farid Bang und Kollega, Entschuldigung, andere Reihenfolge. Das hat natürlich direkt Gold- und Platin-Status erreicht. Aber bei den neuen Alben, oder sage ich mal von den Einzelalben von Kollega, Solo-Alben sogenannte, hat er bisher noch keinen direkten Gold-Status erreicht, ja. Ich habe das ein bisschen recherchiert, was Kollega so im Moment für Moves macht, für Promo-Welle, für sein Album. Er hat mit einigen YouTubern zusammengearbeitet, meine lieben Freunde. Also wenn man Kollega kennt, der weiß, der disst hin und wieder mal die YouTube-Szene oder hat die YouTube-Szene gedisst. Jetzt ihn zu sehen, wie er mit denen jetzt zusammenarbeitet, ist schon wirklich sehr lächerlich. Da sieht man, wie tief gesunken Kollega eigentlich wirklich steckt, wie tief er in seinen Shitstorm steckt und wirklich die Verkäufe sich gar nicht mehr so richtig rentiert haben für den Rapper. Ich kann leider aus copyright-rechtlichen Gründen die Videos von diesen YouTubern, wo Kollega jetzt am Start gewesen war, nicht einblenden. Aber wenn man selber recherchiert, wird man auf jeden Fall fündig werden und man kann erkennen, mit wem er in den letzten Wochen zusammengearbeitet hat. Die Videos sind bisher jetzt rausgekommen. Mit dem Rapper Mois scheint er wirklich jetzt nicht mehr zusammenzuarbeiten. Also hat er sich wahrscheinlich jetzt andere Kühe gesucht, die er melken und morden kann und ausnutzen kann und deren Reichweite nutzen kann, um seine Alben zu verkaufen, meine lieben Freunde. Ja, das war mein Video zu diesem Thema. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Nichts dalassen. Und ich danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch was.